Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Warhammer 40k Space Marine oder einfach nur Space Marine. Nun ja, wir sind von da gekommen, also müssen wir wahrscheinlich da lang. Es ist immer so ein kleiner Riss für mich zwischen den Folgen, weil ich mache jede Folge einzeln. Da momentan meine Aufnahmefestplatte, die übrigens auch schon ein Terabyte groß ist. Trotzdem ist meine Aufnahmefestplatte voll mit Minecraft, ist da sehr viel drauf. Was habe ich denn da noch drauf? Und immer noch Borderlands habe ich da drauf. Also ich hoffe, dass das irgendwann mal vorbei ist, damit wir dann auch von meinem neuen schnellen Internet Gebrauch machen können und somit auch die Tonqualität endlich nach 50 Folgen verbessern können. Und ja, das bedeutet, ich habe meistens immer nur einen Platz für eine Folge oder sowas und ich komme auch nicht so wirklich dazu, die da leer zu rendern, weil ich momentan auch nochmal ein paar Videos umrendern muss, die schon fertig gerendert sind, da ich ja jetzt nur eine Designumstellung auf meinem Kanal hatte, was weiß ich, vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt, die Thumbnails sind anders, das Kanaldesign ist anders, mein Logo ist anders, dann kommt irgendwie bei, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so in dem Video oben immer so eine Einblendung. Und genau. Ich habe mal wieder keinen Timer gestellt, wie immer also. Passt ja perfekt jetzt, wenn der Fahrstuhl runterkommt. Mache ich den glatt mal auf 18 Minuten. So. Muss ich jetzt... Ne, hier muss ich nicht drücken, sondern einfach nur darüber spacken. Und trotz des Renderns... Mein Laptop rendert gerade auch noch, damit ich das alles aufholen kann. Trotz des Renderns habe ich knappe 50. Dings da. Was ist denn jetzt los? Ah. Inquisitor Drogan? Ich bin Drogan. Und Sie sind... Captain Titus von den Ultramarines. Wir haben Ihr Notsignal empfangen. Sie scheinen den Angriff abgewehrt zu haben. Ich bin sowohl Soldat als auch Wissenschaftler, Captain. Wie ist der Status des experimentellen Geräts? Die Energiequelle? Sie betreibt das ganze Manufaktorum vom Generatorraum aus. Das Gerät ist eine Energiequelle, keine Waffe? Es ist ein komplexes Gerät und noch dazu instabil. Wenn die Orks es finden, werden sie es demontieren. Es könnte detonieren und damit den gesamten Planeten zerstören. Dann müssen wir es in Sicherheit bringen. Dafür, Captain, brauche ich Ihre Hilfe. Sie sind verwundet, Inquisitor. Ich bin Psioniker. Meine Psi-Kräfte kontrollieren die Blutung. Nun gut. Oh, nicht schlecht. Aber ein bisschen krank sieht der Typ schon aus. Finde ich jetzt so ganz persönlich mal. What the fuck? Space Marine, willst du meine Titanen klauen? Dein. Meine Beute klauen? Ja, dein. Ich hätte die Eingeweide aus der Kehle reißen. Diese Rechtschreibung. Also, wer das jetzt nicht auf Vollbild geguckt hat, der sollte das echt nochmal tun, denn diese Rechtschreibung von dem Ork, die ist einfach nur absolut der Witz. Ach, ich habe ja immer noch meine schöne Energieaxt. Das finde ich sehr, 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 sehr nett. Eigentlich liebe ich aber den Energiehammer auch nicht gerade wenig. Ja, genau. Wir kommen da raus und töten da Space Marine, ganz klar. Bestimmt nicht. So. Ach, es werden immer mehr. Immer mehr von den Pennern hier. Von den Munitionsmäßig her bleibt einem auch gar nicht mehr viel übrig, als permanent Nahkampf zu machen. Also ich meine klar, die Boltpistole hat endlos Munition. Aber. Oh ja, toll. Aber der Bolter, der ist ja schon wieder nur noch bei 166 Schuss und das ist nicht gerade viel.
So, dann kommt mal alle rein. Ja, der Ork hat jetzt ein Näschen für uns. Verdammte Kreatur! Wäre er doch bloß nicht hierher gekommen. Eine Kiste. Ist er aber, Drogan. Na, was haben wir da drin? Eine Plasmapistole statt der Boltpistole. Die MK3 Sunfury Fury? Egal. Plasmapistole feuert Bettler aus super heißem Plasma. Sie kann schnelle Schüsse oder einen starken aufgeladenen Schuss abgeben. Diese Waffe ersetzt dauerhaft ihre Boltpistole. Ja, lol, dann, so sieht dann ein kleiner. So sehen die kleinen Schnellen aus. Und da, der große sieht dann so aus. Ja, fein. Was für ein Aufzug? Ah, Munition. Kann das sein, dass ich wieder hoch muss? Oder hier? Bin dumm. Ich muss wieder hoch. Ach, da ist noch mehr. Was haben wir da? Munition. So, jetzt haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr. Oh Gott, da lang. Nee. Nein. Oder? Jetzt blicke ich es nicht mehr, aber doch, ich glaube hier lang. Was ist er denn, Alter? Meine Boys wollen dich schön begrüßen! Yay. Einer. Okay, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch mehr. Huch, was? Echt jetzt? Achso, nee. So, und rauf da. Draufhauen. In dein Gesicht. Bam, okay. Einer hat gereicht von denen. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? So, dann können wir, glaube ich, nur damit was machen. Sind wir tot? Ja, ich glaube. Gut. Dann haben wir hier den Fahrstuhl, den wir eben wollten. Kann ich? Ach nee, muss wieder erst auf die Idioten warten. Gut. Na dann. Ach, das geht runter. Ja klar, wo soll es auch sonst hingehen? Wie immer kann man nicht gucken, wo man hinfährt, oder? Nein. Oder? Nein. Diese ganzen Fahrstühle, aber ey, das habe ich gar nicht so in Erinnerung. 50% des Spiels fahren wir ja nur Fahrstuhl. Wie tief reicht diese Einrichtung? Das Manufaktorum? Sehr tief. Der ganze Generatorraum ist über einem Lüftungsschacht aufgehängt. Aufgehängt? Ja. Im Falle einer großen Überlastung kann der ganze Raum in die Tiefen fallen gelassen werden. Oi. Alles eingeeist hier, würde ich sagen, hä? Tja. Ah, ja. Wer sagt's denn? Kälter als das Lächeln eines Space Wolves. Ja. Eine Nebenwirkung, wenn das Gerät in Betrieb ist. Nur mal als Zwischenbemerkung, Space Wolves, das ist auch ein Space Marine Orden, der halt, ja, sehr, die sind meistens halt so mit Fell bekleidet und so und kommen wahrscheinlich aus von einem kalten Planeten oder so, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie ja so ein bisschen aussehen, als wären sie Wölfe. Ach so, ja, leider ist er nicht. Ich glaube, die würde zerbrechen, wenn wir uns da dran hängen würden. So. Captain Titus, rücken Sie zur Hauptkammer vor. Wir brauchen nur die Energiequelle aus dem Kern des Generators. Ich werde die Entkupplung jetzt einleiten. Verstanden. Ja, ich möchte gerne bei meiner Energieachse bleiben. Glaube ich zumindest. Brüder, bewacht die Zugangspunkte. Achso, und ich darf da jetzt alleine rumrennen, oder was? Sequenz eingeleitet, Captain. Sie müssen die Kammer sichern, bis die Energiequelle frei liegt. Identität bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. Ja, los. Ach du Scheiße. Da, der Primärschild ist offen, Captain.
Gehen Sie in die Zentralkammer. Ja, bin ich schon. Xenos geortet. Was? Xenos geortet. Der Warboss. Space Marine. Ach, den kann ich nicht treffen, oder was? Was versteckst du hier unten? Was es auch ist, ich will... Nein, TTT. Ach, hier ist noch nicht voll. Klar. Die Energiequelle kommt gleich aus dem Generator. La 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 la. Lauf. Mama! Komm schon. Nein. Lauf. Alter, wie ich diese Viecher hasse. Verpiss dich. Draufhauen. Hau drauf, Junge. Oh ja, dreh dich erst noch 10 Millionen Mal, Alter. Nee, oder? Nein. Zur Servitorstation und aktivieren. Servitorstation. Nehme die Energiequelle und lege sie in den Kanister. Alles klar. Habe ich aktiviert? Nee, ich glaube nicht. Das erfundene Ding willst du, Space Marine? Dann nehme ich das für mich. So ein Penner. Alarm. Ja, ich merke schon, schwere Gebäude stehen, Alter. Komm, geh doch mal drauf, Alter. Bringt uns alle um. Nehmen, Captain. Zwingen Sie die Quelle in den Kanister. Schnell! Ja, mach ich. Hab ich. Los. Hau rein, Junge. Hau rein. LOL. Alter. Was ist denn da los? Jo, ich glaube, ich lebe. Kapitel 7, Sidonus, Herz der Finsternis. Leandros, bitte melden. Captain, der Inquisitor beharrte darauf, dass Sie nicht überlebt haben. Hab ich aber. Und ich habe seine wertvolle Energiequelle. Wir haben ein Treffen im Wohnzentrum Andres ausgemacht. Diese Tunnel werden uns letztendlich dort ausspucken. Gut, dann gehen Sie weiter Richtung Wohnzentrum. Kann ich irgendwas öffnen? Nee. Das sind Waffen. Das Ganze hat jetzt irgendwie ein bisschen was von Dead Space. Ich weiß nicht. Also ich guck gerade, dass also ich habe ja jetzt kein Problem mit anderen Let's Playern, deswegen klar schon gar nicht mit Gronkh oder sowas. Ich gucke ja nebenbei jetzt sehr gerne das Dead Space 3 Let's Play von Gronkh und Sarazar. Und da erinnert mich das hier gerade dran. Sehr zu empfehlen übrigens, also. Wer mal auf mal wieder ein anderes Let's Play Bock hat und das gerade nicht guckt, dann Energieaxt behalte ich, Munition. Okay. Na komm. Und drauf und drauf und drauf. So kann man sich die Fernkämpfer schön vom Hals halten und somit kann man sich dann schön um die Nahkämpfer kümmern. Und die Nahkämpfer haben ja gegen einen so gut wie keine Chance. Achso, wir haben ja noch den Stalker-Bolter hier. Das heißt, schießen ist gerade nicht. Na komm. Ja, reagieren tun sie auch nicht, ne? Hallo?
Und der nächste und weg. Boah, Alter, wie man ihn durch, wie man die alle durchhackt, Alter. Das ist. Boah, das ist echt hammer eklig, ey. Naja, gut, nicht eklig, aber. Blutig. Ach, da ist noch einer. So, explodiert das? Ja. Okay. Da hätte ich sehr großen Spaß gehabt, wenn ich dagegen gehauen hätte. So. Ach, da ist noch einer. Und wir haben kaum Leben verloren. Finde ich übelst geil jetzt. So. Geht ja nur. Okay. Ich renne mal hier lang. Okay, da haben wir ein Ziel. Ah, okay, ja. Wo soll ich auch sonst lang, ne? Das hat es jetzt leider nicht gebracht, aber. Okay, das war's. Da geht's nicht weiter. Boah! Scheiße! Mann, ey! So, hier haben wir noch Munition rumgammeln. Ach ne, Granaten, okay. So. Ciao. So. Muss ich hier runter? Na, ich gehe einfach mal runter. What? Alter. So, du Penner. Anscheinend haben diese Roten auch sowas wie ein Wutmodus hier. Immer wenn sie dann so rot leuchten, dann sind die auch viel stärker, finde ich zumindest. Also ich weiß nicht. Habe ich zumindest das Gefühl. Und wahrscheinlich haben die dann auch sowas wie ein Wutmodus, so wie wir. Oh Gott. In dein Gesicht. So, und der nächste weg und. Laufen wäre nicht schlecht, ne? Was macht denn mein Laptop nur permanent? Permanent gehen irgendwelche DOS-Fenster auf und zu. Irgendein HP-Scheiß kommt. Oh, ja. Mitten reinlaufen. Oh nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah! Alles klar. Alles klar. Ich muss weg. Ciao. 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 Nee, das hoffe ich zumindest nicht. Was ist das? Mensch, er ist tot. Ja gut, so schwer war das jetzt nicht, ne? Ah, ein Servoschädel. Ein Versteck hier. Okay. Wir ja mal hier noch weiter rennen. Und na super. Na super. Hallo? Das waren aber vorhin zwei. Boah, Alter, die erschrecken mich immer so, ey. Da werde ich auch gleich wieder ruhiger hier. Ja, ja, klar. Und die Folge ist vorbei. Dann würde ich sagen, machen wir noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Die kommen ja hier zum Glück relativ oft. Und dann war's das für heute. Komm jetzt, verpiss dich. Oh,
Ernsthaft? Also theoretisch hat es jetzt gespeichert, ne? Kiste. Adeptus Astartes. Stalker Bolter gegen Melta. Melta ist ein Flammenwerfer. Zugriff gewährt. Okay. Selbst hier ehren die Tech-Priester ihren Maschinengott. Der Vulkansturmschema Melta feuert molekular angeregte Hitze über kurze Entfernung. Diese Schusskraft geht auf Kosten geringer Munitionsvorräte und langer Nachladezeiten zwischen den Schüssen. Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen weiter hier. Ich meine, wenn wir mal 2 Minuten überziehen, ist das, denke ich, nicht allzu schlimm. Ja, komm, komm, ja. Weil ich dachte, wir kommen jetzt bald mal raus aus dem Scheiß. Aber ich glaube, dazu dauert es noch zu lange. Also ich mache einfach bis zum nächsten Mal, wo dann da steht, hier wird gespeichert. Oh, was haben wir denn da hinten für Kollegen? Frohlegen, Alter. Frohlegen, ganz genau. Das ist das neue Wort, ey. Ciao. So. So, nachladen ist ja hier nirgendwo. Okay. Hallo. Ah. Geht der nur hier lang, ne? Alles klar. Okay. Geht schon mal nach oben. Oben ist schon mal gut, denke ich. Ah, okay, dann speichert's hier. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Space Marine. Bis dahin, haut da rein.